Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass ein Cajon-Groove immer komplex sein muss, um gut zu sein. Besonders als Anfänger am Cajon kannst du mit einem einfachen Groove bereits ein ganzes Lied begleiten. Und oft ist es gerade diese Einfachheit, die einen Groove perfekt in den Kontext eines Stückes einfügt. Egal auf welchem Niveau du gerade spielst, ist es entscheidend zu erkennen, was am besten zur Musik passt und du zahlreiche Alternativen kennst, die du dann in einem Song anwenden kannst, um es interessanter oder abwechslungsreicher klingen zu lassen. In diesem Video werde ich dir 6 Stufen eines Cajon-Grooves vorstellen. Beginnen mit einem sehr einfachen Grundmuster, also die Stufe 1, bis hin zu einem fortgeschrittenen Groove in Stufe 6. Und dies ist das System, das ich auch nutze, um meine eigenen Grooves zu lernen oder zu kreieren. Und so unterrichte ich auch. Alle Notationen dieser Lektionen sind übrigens auch kostenlos auf meiner Tippi-Seite zum Herunterladen. Und der Link ist unten in der Beschreibung. Okay, fangen wir an. Die erste Stufe ist der grundlegende Achtel-Groove. Der klingt so. Sprich am besten immer die Töne, die du spielst, mit. Also Bass, Ton, Bass, Bass, Ton, Bass, Ton, Bass, Bass, Ton. In der zweiten Stufe fügen wir dann Tipps hinzu und spielen den Groove in einem Achtel-Groove. Der klingt dann so. Und auch hier sprich am besten die einzelnen Töne mit. Bass, Tipp, Ton, Tipp, Bass, Bass, Ton, Tipp, Bass, Tipp, Ton, Tipp, Bass, Bass, Ton, Tipp. In der dritten Stufe erhöhen wir die Tipps. Und es wird ein 16. Groove. Also Bass, Tipp, 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 Ton, Tipp, 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 Bass, Tipp, Bass, Tipp, Ton, Tipp, Tipp, Tipp. Übrigens, wenn du die Noten haben möchtest, die bekommst du kostenlos auf meiner Tippi-Seite und der Link ist unten in der Beschreibung. In der vierten Stufe fügen wir jetzt zusätzlich Noten mit der linken Hand hinzu, zum Beispiel einen Bass-Akzent und einen Snare-Akzent. Bass, Tipp, Tipp, Bass, Ton, Tipp, Tipp, Ton, Bass, Tipp, Bass, Tipp, Ton, Tipp, 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 Bass, Tipp, Tipp, Bass, Ton, Tipp, Tipp, Ton, Bass, Tipp, Bass, Tipp, Ton, Tipp, Tipp, Tipp. In der fünften Stufe wird es jetzt etwas anspruchsvoller, denn wir fügen 2 Seitennoten hinzu. Also wir spielen die Ränder rechts und links auf dem Cajon und das klingt langsam so. Jetzt kommt die letzte Stufe, also die 6., der fortgeschrittene Groove. Beinhaltet einen Doppelschlag auf der 1 und des Taktes. Lass uns das mal gemeinsam schön langsam spielen.
Jetzt werden wir eine Übung machen, um die 6 Stufen des Grooves zu üben. Wir spielen jetzt jeweils 4 Takte jeder Stufe. Ja, und das ist das System, das ich benutze, um meine eigenen Grooves zu erlernen oder auch zu entwickeln. Und wenn du Einsteiger bist und dich für mehrere Stile am Cajon interessierst, dann schau dir meinen Cajon Einsteigerkurs mal unter www.andi-rauch.de an. Und wenn du neu hier bist, vergiss nicht den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Und wenn dich jetzt Techniken interessieren, dann schau dir die nächsten vorgeschlagenen Videos von mir an. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich drauf, dich beim nächsten Video zu sehen. Bis dann!